Herzlich willkommen zu Witcher 3 DLC Heart of Stone. Die Shani macht sich noch die Haare zurecht. Der Vlad ist gerade mit Posen beschäftigt. Wie man sieht, alles wunderbar. Wir sind auf der Hochzeit und wollen hier mal richtig Spaß haben. Also besorgen wir es dem Vlad mal ordentlich, dass er die schönste Zeit seines Lebens hat. Noch einmal. Alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Oh, vielen Dank. Aus ganzem Herzen. Jetzt kommt der Vlad. Genießt das Fest. Jetzt kommt der Vlad. Wir sind dran. Jetzt kommt der Vlad. Nein. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute, die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Los, komm. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Schande? Ich hab's vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Oh. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Oh, der Mann, ob ich du das nicht. Gut mag? Darüber haben wir nie gesprochen. Eigentlich finde ich gut. Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Naja, so zutraulich ist es natürlich nicht. Obwohl ich es natürlich sehr gut finde. Also, es scheint ja auch, wenn er betucht ist und so weiter. Ich weiß, wir machen uns da nicht so zum Freund hier. Aber, ist flott. Hey, komm. Machen wir. Aldona ist eine merkwürdige Wahl als Braut. Die Mitgift war wohl überzeugend. Ich versichere dir, Hexer, Geld hatte mit meiner Wahl nichts zu tun. Die Familie von Jonas ist viel wohlhabender als meine. Sie haben eine Textilwerkstatt. Es war ganz schön schwierig, meine Mutter von unserer, wie manche sagen würden, Mésalliance zu überzeugen. Ach, das hast du mir gar nicht gesagt. Was ist mit Vermögen spielt für uns keine Rolle? Tut es auch nicht. Er hat mir auch gesagt, dass deine Herkunft keine Rolle spielt. Das tut sie in der ersten Verliebtheit nie. Aber wartet nur 5 Jahre zu. Dann spielt sie die allergrößte Rolle. Im Moment spielt eine Rolle, wie du mit uns redest. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber hier ist es höchst unziemlich, Frischvermählte bei der Hochzeit zu beleidigen. Wieso beleidigen? Ich warne euch doch nur. Ich weiß eben ein bisschen was über das Leben. Geralt und seine Witze. Er hat einen seltsamen Humor. Sogar sehr seltsam, finde ich. Okay, komm, wir nehmen noch das Letzte. Du bist eine ausnehmende Schönheit, meine Liebe. Oh, vielen Dank. Du hattest sicherlich freie Wahl bei den Herren. Wohin soll das führen? Zu einer Antwort, wieso sie dich erwählt hat, Jonas. Du stellst die Wahl meiner Frau in Frage? Mir persönlich ist es egal. Ich frage aus reiner Neugier. Pass bloß auf. Sonst zeige ich dir mit meinen Fäusten, wieso sie mich erwählt hat. Es wäre mir ein Vergnügen. Warum so gereizt, mein Freund? Ich lobte lediglich die Schönheit deiner Frau. Und du dankst mir nicht, sondern drohst mir noch. Was für Manieren. Geralt, das reicht. Sie hat sich verliebt und gut. Jonas, mein Freund wollte dich gewiss nicht kränken. Okay. Schade. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen.
mit den Frauen zu tanzen. Ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Gut, okay. Was haben wir? Wenn du nicht so groß bist. Erzaderschnüffler. Okay, dann wollen wir mal ganz kurz fragen. Was für eine rauschende Hochzeit. Die Eltern haben wirklich an nichts gespart. Okay, wie geht's denn hier hin? Bist du taub? Nein. So. Also offensichtlich, die Shani kommt ja überall mit, ne? Gut, hier ist irgendwas. Gut, dann nehmen wir doch mal teil. Oh nein. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib... ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Mhm. Ja. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde. Jeder Einzelne. Gewinne und sie selbst. Gut, dann machen wir das. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Ich glaube, die weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Ich glaube, die Shani Schwein einpferchen. Ist für vieles zu haben, wenn die selber mal etwas lockerer wird. Naja. Gut, was sollen wir jetzt machen? Schreibe die Schweine in den... Schade, okay. Dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Kann man hier noch was machen? Nee, kann man nicht. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Aha. Okay, jetzt da rein. Okay. Schweine, seid brav, sonst brenne ich euch mit einem Zeichen ein Loch in den Pelz. Ah, ich verstehe. Okay, du kannst also nur von der Seite irgendwie die beeinflussen. Du musst ein bisschen... Okay, jetzt wieder von links. Komm. So. Nochmal, komm. So, und jetzt wieder von der Seite. Nein. Ah, okay, ich verstehe. Komm, 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 ja, ja, ja.
Okay, man muss wahrscheinlich nur... Ach, hier sind die. Jetzt habe ich das kapiert. Okay. Ja, okay, jetzt. Grüße von meiner Mama. Ja, zurück. Komm, komm, komm. Husch. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingefärbt. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. What? Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Nicht ein Schweinekopf. Bitte nicht. Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Oh. Was sagst du nun, Shani? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Na. Gefällt dir schon irgendwie. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sehr geil. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Hallo, wie wir haben doch... Du das? Wir haben doch festgelegt. Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich. Aber dennoch, je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everek. Wollen wir das wirklich? Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein. Wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Oh Mann. Du bist ein wahres Wunder. Du bist ein wahres Wunder, Liebes. Nee, das ist... Hat es wehgetan? Das ist doch eher flott, oder? Komm, hey, das ist flott. Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Hat es sehr wehgetan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... Psst, meine Liebe, sag nichts mehr. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften?
wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da will ich dir alles erklären. Alles klar. Jupp. Nest, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ah. Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen... Heute ist ja wirklich alles dabei. Herrlich. Sehr gut. Ihr werdet gar nichts tun. Was soll ich anders antworten? Jungs, der Mutant beleidigt uns. Zurück, Schweinehirten. Sonst verpasst euch der Herr Hexer eine ordentliche Abreibung. Wo ist eine beschissene Zaunlatte, wenn man sie braucht? Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Flegel. Autsch. Autsch. Okay. Zaunlatte. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lustmolch. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Der verdammte Idiot hat mir die Prügel meines Lebens verpasst. Wie Partner. Und das auch noch vor den Augen einer Maid. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everreck, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen! Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Alles ist nach Plan gewesen. Naja, wir wissen ja nicht, was der Plan ist. Ich bin aus der Übung, sag mal natürlich auf jeden Fall nicht. Was du so in petto hast, sie will's wissen. Dann kann man es ihr zeigen. Was ich in petto habe, meine Liebe, das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune? Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Lass uns gehen. Na, der gefällt dir schon, hm? So ein bisschen zumindest. Hm? Was war das denn eben noch? Okay. Ach, tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Gut. Okay. Zeit für noch mehr Spaß. Was haben wir hier noch? Okay. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Oh. Okay. Hast du es dir überlegt, mein Nymphchen? Lässt du mich nie mehr in Ruhe? Wer den Keller lange nicht betritt, findet ihn von Spinnweben versiegelt. Welch Glück, dass ich so einen großen Besen habe. Da geh einer anderen auf die Nerven.
Am wichtigsten ist, dass du dich amüsierst. Mach das Beste draus. Hast du es dir überlegt, mein Nymphchen? Lässt du mich nie mehr in Ruhe? Wer den Keller lange nicht betritt, findet ihn von Spinnweben versiegelt. Okay. Welch Glück, dass ich so einen großen Besen habe. Da geh einer anderen auf die Nerven. Gut, machen wir. Was haben wir sonst noch Schönes? Oh, der ist schon etwas angesäuselt hier. Der auch. Wunderschön. Was haben wir denn hier Schönes? Schade. Was für eine rauschende Hochzeit. Die Eltern haben wirklich an nichts gespart. Nee. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Armer. Aber wir können natürlich richtig was reißen hier. Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nee. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Gut, also ein Pantoffel dürfte schwieriger sein als ein Schuh von der Shani jetzt, ne? Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Klar, machen wir. Oha! Das ja. War noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Oh, so Lederschuhe. Lecker. Die sind ja dann auch so lecker. Die sind ja dann auch so lecker feucht und so, ne? Okay. Sieh her, Shani. Wir machen ganz kurz eine Bescheiße. Ups. Nein, ich will nichts anheften. Ah, ich will nichts anheften. Ich kann nicht zum Inventar. Schweine. Bin voll okay. Konzentriert. Der stellt sich die Sache aber einfach vor, was? Gut, dann. Jedenfalls ordentlich auf. Mal sehen, ob was dahinter steckt. Noch mehr hier zu holen. Irgendwie von anderen die Schuhe oder so. Den einen haben wir ja. Nö, wir haben den einen noch. Okay, gut. Gut. Wollen wir noch mal suchen? Ah, da ist noch einer. Siehst du? Sehr schön. Muss man immer auftauchen, oder was? Okay.
Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle, ne? Ich sehe keine mehr. Gut, Chani's Schuhe wird ja jetzt dabei sein, oder? Gut. Dann mal zurück zu Chani. Mal gucken. Langsam. Die Chani langsam weich wird. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Sehr guter Spruch. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Chani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, hineingleiten. Vielen Dank. Siehst du? Jetzt wird sie langsam weich. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Das gefällt dir garantiert. Genießen wir die gute Zeit. Was macht denn der da im Hintergrund? Ah, gut. Das sah eben sehr... Was macht denn der da im Hintergrund? Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Was Hexer ist denn? Geralt und seine entzückende Partnerin Chani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Chani, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Hallo? Was macht denn der da im Hintergrund? Das finde ich natürlich schon romantisch und cool und so weiter und so fort, aber die Hintergrundgestalten müsst ihr jetzt mal ganz kurz auch verfolgen. Mist, jetzt sind sie gerade keiner. Ja, das gefällt dir. Dann kannst du es nochmal vorgeschrieben. Erstklasse Kennzeichen. So kriegst du die eher. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Das ist sicher nicht richtig. Eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Oh, wenn sie das fragen. Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte.
Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Oh. Was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag mich. Shani, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Das würde nichts, ich soll nicht kennen, ich soll nicht aufdrehen, ich sollte nur das Werden getan und ja, wir können ja tanzen können. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es denn nicht? Na? Raus damit! Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Wladimir von Everweg. Weil sie Jammerlappen sind. Ach, sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt ein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der unser, euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja. Er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Okay. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Na, bei dem nicht. Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Rutsch. Schon besser. Los, Charlie, verschwitzen wir nicht die ganze Nacht. Okay. Gut. Die Nacht ist jung. Komm, lass uns wild sein. Was ist denn hier? Ach, was? Hey! Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Ach, wie du dich bewegst. So bezaubernd, Grazie. Danke. Was ist denn da, Shani? Die Haubenzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, amüsier dich, lass dich gehen. Wie kalt mich mit Sex auf? Gibt's heute Mittag. Höchste Zeit für eine neue Runde, was? Auf euch, ihr Herren Zwerg. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Auf das junge Paar! Mögen ihre Lenden niemals auskühlen! Mögen ihre Kinder zahlreich sein und ihre Schätze üppig! Okay, die haben es aber schon ganz schön heftiges Zeug, wenn die hier wirklich so krass bei einem Gläschen schon abgehst. Naja, gut. Schauen wir mal, was gibt's denn sonst noch Schönes hier? Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen.
Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. So. Das ist erstmal interessant. Warte, du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Everek? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer, und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Ja, jetzt kriege ich langsam... Jemand wie du, ein Niemand. Alter. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln, aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich... Daraus wird nichts. Okay. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Unsinn! Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war schneller, treffsicherer, stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Shani, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachahmer. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir? Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich. Umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun... Vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Ah, die Shani gefällt mir echt gut, muss ich wirklich alles sagen. Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich.
Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird gehen. Oh, hast du mir vielleicht einen Schatten angejagt? Was kann man hier noch machen? Ja, mein Großer. Stahl die Kinder nicht so an, du machst ihn an. Die Hauptzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, amüsiere dich, lass dich gehen. Was sind da noch? Ich kapiere nicht, was man hier noch machen kann. Denk dir um, wie die Flieger der Scheiße, statt ehrlicher Arbeit nachzugehen. Hast du dir am Kopf weh getan? Oh, hast du mir vielleicht einen Schatten angetan? Na gut. Gut, dann gehen wir erstmal. Oh, wir haben noch drei Sachen zu machen. Lass mal gucken hier. Was haben wir hier noch Schönes? Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Oh Gott. Okay, lassen wir das einfach. Ich gehe mal einen Kommentar los weiter hier. Okay, was gibt's hier noch Schönes? Trink doch mit uns. Ja, lass uns nicht betteln. Ach, wir trinken nur das Gesicht. Was? Ja, ja. Ich verstehe nicht, was man machen kann. Ah, okay, da. Edgybet! Trink mit uns! Schönen Damen schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Oh, weißer Wolf, guck an. So, haben wir das. Okay. Gut. Wieso hat er zwei Schwerter? Bitte, sie ist hier. Das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Wenn er eingetroffen ist, wie ist er dann? Oh oh. Naja, probieren wir es mal. Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Was? Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie. Okay. Gut. Ja. Erstes Spiel wieder mal. Gut, dann machen wir den nördlichen Königreichen. Starten. So, was haben wir denn alles? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Ding. Mal gucken. Ja, der hilft mir jetzt hier nicht so viel. Okay, passt. Gut, also man kann ja später mal erklären. Als erstes lege ich mal die die Karten, die im Grunde genommen
Eine Finte, die holt er sich. Okay. Okay, was? Ich hole mir jetzt erstmal so viel wie möglich Karten, dass ich weiß, was abgeht. Okay. Jetzt hat er auch zwei Karten mehr. Was hat er? Monster. Okay. Ja, dann legen wir doch mal los hier. Also bei Monstern ist schlicht das Problem, dass du was legst, wie jetzt, und dann kommt eben 1000 was dazu. 32, okay, das schreckt mich jetzt noch nicht so sehr. Das ist auch nochmal ein Spion. Ja, okay, der hat einen Sechser dort oben. Ich lege mal den Spion, dass ich jetzt nochmal mehr Kohle kriege. Ah, sehr gut. Ja, mach doch mal. Okay, passt schon. Wir sind bei 46. Okay. Okay. Können noch eine spielen und dann seine komplette erste Reihe außer Kraft setzen. Obwohl, mache ich jetzt mal gucken, was geht. Ich glaube, ich hoffe, dass es vorne ist. Ja, okay, passt. Okay, jetzt reißt ihm die Werte vorne weg und ich hoffe, dass er nichts hat, um es auszugleichen. Okay, super. Dann halten wir mal, weil wir gewonnen haben. Okay. Glück gehabt. Sehr schön. Oh, sehr schön. Der Elf ist auch nochmal so eine Spionkarte. Da holen wir uns nochmal zwei Karten mehr. Okay, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt holt er sich wieder so einzelne dazu. Genau, passt. 19. Wir gehen mal langsam vor und setzen mal den Turm rein. Und wir können auf jeden Fall eine Karte schon sparen, weil der ist gleich am... Ja, der ist jetzt schon fertig. Okay, passt. Dann können wir den jetzt fertig spielen. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen das hier. Wir holen uns jetzt die rein und holen uns eine Karte zurück vom letzten Spiel. Ach, wir können nur den Taler? Okay, umso besser. Gut, passt. Dann kriegen wir noch zwei Karten dazu. Und damit ist eigentlich jetzt schon gelaufen. Aber wir hauen jetzt mal alles aus, was es gibt. Wir brauchen auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Und damit eben das auch klarer wird, dass es echt sehr cool ist, wenn du hier so eine Verstärkerkarten nimmst. Kann man jetzt erstmal schön mal gucken hier, dass man alles macht. Dann haben wir nämlich 90 Punkte. Okay, passt schon. Gut. Jo, dann haben wir den mal versenkt, würde ich sagen. Ne? Mit 141 Punkten vorwärts. Gut, okay, passt. Und wir können schließen. Du bist geliefert, Kumpel. Hopp, Eselsohren auf die Eselsbirne. Oh, schade. Ich hatte dich schon mit den Ohren gesehen. Das wäre ein interessanter Anblick gewesen. Ich sehe auch anderweitig interessant aus. Du würdest schon sehen. Ich denk drüber nach. Schade. Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein.
Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Aha. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es endet. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Obwohl, wir hätten eigentlich auch gerne, hätte ich denen die Eselsohren mal aufgesetzt. Weil dann hätten wir die vielleicht, dann hätten wir die vielleicht auch weiter, dann hätten wir die wahrscheinlich auch weitermachen können. 23 Uhr, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt ist aber immer noch, halt, da kann man noch was mitnehmen. Ne? So, ich will doch noch mal reingucken, vielleicht. Vielleicht sieht man dann quasi. Viele Fremde in der Stadt. Hier sieht man was Rotes oder was? Wie vorhin bei dem Becher hatte ich gehofft irgendwie. Okay, das ist jetzt noch nicht. Ich kapiere es nicht. Bisschen. Ist hier ein Rezept für Gaunter und Dimmenplätzchen oder wie was? Irgendwie oben drüber. Da ist was oben drüber. Okay. Ah, da ist nicht. Da. Entschuldigung. Da. Alles klar. Schau mal da, Schatz. Die Leiter lädt gerade zu einem nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Ja, leck mich am Arsch. Der verpennt wieder die Besten. Beste Zeit. Ein Bier wäre jetzt ja, genau ja. Richtig. Jawohl. Was für eine rauschende Hochzeit. Die Eltern haben wirklich an nichts gespart. Oh. Okay, schön. Haben wir eine Karte? Nicht schlecht. Gut, ja, dann. Setzen wir uns. Komm. Einfach so? Ich bin ganz Ohr. Worüber sollen wir reden? Wie sieht's denn da? Uns austauschen. Nun, letzten Endes. Ja. Weißt du, die Sache ist die. Komm schon, spuck's aus. Ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurückgehen. Okay. Oh. Mein Gott. Der ist ein Schlappschwanz. Da kann dann doch nicht mit der reden. Erst groß rumtönen und dann. Oh, okay. Was willst du, Geralt? Okay. So, der Geralt verletzt sich doch noch richtig nicht. Trottel! Du bist so zwielichtig wie ein Rübenkeller. Das muss jetzt mal kurz sein. Jo, und dann gibt's da noch in der Mitte was. Schnall die Kinder nicht so an, du machst ihnen Angst. Jo, ich will jetzt aber ganz kurz hier nochmal schauen, was es alles gibt. Nö. Haben wir, glaube ich, alles geregelt. Ups, auch verzeihen. Okay, das haben wir. Gut. Oh. Gurkensuppe gibt's heute Mittag. Wir wollen Monster töten. Jo. Das ist auch in Ordnung. Wow. Smaragdstaub. Gut, okay. Wasserflasche. Okay. Alter. Gut, okay. Oh. Jo. Nicht au. Oh. Eisbärenfell. Na klar. Gut. Cool. Dann haben wir da noch was. Sei gegrüßt. Jo. Hi. Du auch.
Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Da sind noch Türen. Da blitzt noch was auf. Ach, das ist noch eine Tür. Okay. Gibt es da noch eine Reihe was? Ja. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Wasserflasche. So. Knödel. Knödel sind auch neu, oder? Oh. Hey! Entschuldigung, ich muss hier looten. Wisst ihr nicht. Was? Ja, ja, so ist das. Gut. Okidoki. Sieht blass aus. Hängt ihr mal mit Zwiebeln in der Scheiße, statt ehrlicher Arbeit nachzugehen. Oh, komm. Also, so, jetzt. Letztes Ding. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Oh, jetzt kommt er wahrscheinlich zu seinem Hexerzeichen. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein. Die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Okay. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan. Das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Okay, ja, mach mal. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Wer weiß das schon bei einem dummen Hund? Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Okay. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Okay, haben wir noch mal einen... Ein Quest in Quest. Von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. Gut. Schön. Wir könnten vielleicht ganz kurz... Nein, können wir nicht. Okay. Hexersinne. Ich hoffe, dass wir irgendwie ein bisschen, ein kleines bisschen noch aktivieren können alles. Sein Napf ist kaputt? Hat er den gleich mitfressen wollen? Dummer Köter. Der Hund hat die Kette von der Wand gerissen. War wohl ausgehungert. Oder der Aschennascher hat ihn wirklich wild gemacht. Das sind wirklich Hundespuren, aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht wählerisch sein.
Ich folge dieser Spur. Der ist schon ziemlich heftig drauf, oder? Gut. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Die ist leider nicht zu sehen, aber es ist egal. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wir können noch Zeichen wirken. Wir haben noch Hexertränke. Ja, davon haben wir nicht mehr allzu viel. Haben wir noch irgendwas? Wir haben auch, ja. Gut. Ich bin nicht gerade erfreut, hier ohne Schwert loszulaufen. Aber okay. Es wird schon irgendwas ergeben. Und wenn, muss ich halt eben nochmal laden. Aber alles gut. Wie hoch ist denn das? Hier runter? So. Okay. Also wir müssen da hoch, aber die Spur läuft erstmal quer. Gut, okay. Also der ist. Oh, okay. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich lebe mein Leben. Und was jetzt? Ja, wir beruhigen den. Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Ja, na, auf Kosten von den anderen. Kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, was für die eine menschenfressende Macht, Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Ein Schluck. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, was? Einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster, ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Gut, jetzt sollten wir mal wieder... Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen.
Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Hm. Soll der selber Feuer spucken oder lassen wir den? Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh, man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm, ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut. Was für ein Affront. Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Met. Jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's. Ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Und nun vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Scharlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme! Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Hm. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Oh. Der Wald ist voller Bestien. Oh, Scheiße. Da wissen wir ja schon, was losgeht hier, ne? Ja, Götter. Toll. Ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie der Schädel eine Zeltstadt. Versteck dich, Blitz. Rette mich. Hallo? Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Werde Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist. Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt.
cool. Aber was erwartest du denn? Du hast mich eingeschüchtert. Mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Um ehrlich zu sein, hatte ich darauf gehofft, dass ein Feuerstuhl spannendes Zeichen. Bei der Gage hätte ich einen Ritt auf einem feuerspeienden Drachen erwartet. Hätten wir noch was machen sollen, oder wie? Esst, trinkt, amüsiert euch. Okay. Also das ist ja nicht so unbedingt Fall der Satan, würde ich sagen. Na nun, verschlossen. Schade eigentlich. Okay. Also wir haben alle Gym Straßen gespielt. Führen nach Mahaka. Upsa, Verzeihung. Gut. Das hat man. Was? Oh, da ist ein Wasserwald. Naja. Rasier dich mal. Hä? Also der ist rasierter als normal. Cool. Ich würde gerne mal wissen, was mit der Kuh ist, die wir vorhin haben, diese Glintkarte, ne? Am wichtigsten ist, dass du dich amüsierst. Mach das Beste draus. Gut. Wir haben alles gemacht. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, sind halt so Feuer-Szenen. Die Shani hat auch keine Angst, wenn wir das machen, ne? Oh, die kriegen eher Angst. Wir lassen das mal lieber. Okay. Ich glaube, wir haben wirklich alles gemacht. Ich hätte gerne noch, der wollte ja gerne hier noch Hexerzeichen ausprobieren. Ein bisschen was haben wir ja gemacht. Ist da doch noch jemand im Heu? Naja. Hoff doch mal, was du willst. Ach, du bist das hier, diese umrum. Ah ja, okay, verstehe. Gut, dann glaube ich, ist es soweit, dass er wieder in seine Kiste geht, oder? Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schar. Ich komme allein zurecht. Na. Lacht er sich noch einer an? Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Na los, halte mal deine Rede. Muss nicht sein? Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert.
Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Ah. Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Naja, wenigstens was erreicht. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Schein. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser auf die frisch Vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, du kannst uns kaum entkommen. Sie wird jetzt voll sein, drum trinken wir baden darauf, dass wir ein Paar sind. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Oh. Oh, da weint sie fast. Hat schon was, der Typ, aber wäre mir zu dralle Packung jeden Tag, oder? Ich brauche noch mehr Tinte. Ich reiß mir mal die Pulsadern auf. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgierts Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Ich glaube, der würde sonst nicht überleben, ne? Oh, da ist die Schani. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht machen? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schade, Liebling. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everek, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt!
Bitte? Verschwinde, oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Alter Schwede. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Wir fragen erstmal, weil wir wissen ja nicht, was mit ihm passiert ist. Ne? Also es war jetzt nicht unbedingt nötig. Und das zeigt die Macht von Gaunter Odin. Okay, also was haben wir damit gemacht? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Oh. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Kein schönes Ende. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Ja. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Okay. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, ne? Okay. Ich lese gerade mal, was gerade jetzt passiert ist oder was aktualisiert wird in Hin und Her, weil die Einträge lesen wir dann vielleicht das nächste Mal. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war ein super Fest, fand ich. Der Vlad ist schon auf seine Kosten gekommen, offensichtlich. Aber das Ende war unschön, muss man halt sagen. Schade drum, aber wir gucken einfach mal in Richtung Shani im Grunde genommen, weil die hat ja jetzt auch einige Andeutungen gemacht und hin und her. Mal gucken, was sich da ergibt. Ich freue mich, dass du, wie gesagt, dabei warst und ich hoffe, du schaust wieder rein. Bis dann, mach's gut, ciao.